weiterfliegen. Dann kann ich auch frei bewegen, wenn er sein schwarzes Loch auflädt. Also ist er schon richtig groß. Außerdem, wenn er Wasser hat, ne? Nebenbei, jetzt ist die Chance, da einen zu killen. Endlich. Irgendwie, ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich wünsche mir irgendwie entweder den Typen oder einer der drei Magier in Smash Bros. Ja, Franziska Smash. Du! Wie konntest du mich nur bezwingen? Mich, Lord Heides! Okay, so, wenn ich krank viel drehen, werde ich mal einen Mount Luigi Teil Let's Play. Ein Opfer für unsere dunklen Herren! Das ist es! Ein Opfer! Willst du gerade von dir? Denn du bist eins! Aber welches nur? Ja, dich, du bist ein Opfer, Junge! Es bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit! Hört mich, Fechter der großen Magie! Ich rufe euch an! Ja, hallo! Tut ihr über WhatsApp jetzt kommunizieren oder was? Oder über Discord? So soll es geschehen. Nimmt meine Opfer an. Ich glaube ewige Treue. Mein dunkler Herr der Zerstörung. Ein Opfer, auf das ihr endlich in unsere Mitte zurückkehren könnt. Er steht auf, Weltzerstörer. Er steht auf, Freund Terminer. Katja, ich frage mich immer noch, warum das Level Terminus Caelis heißt. Ich habe Paper Mario 2 leider nie gespielt. Schande über mich, ich weiß. Ich sollte mich vergraben gehen dafür, aber ich werde es definitiv noch nachholen. Seit kurzem habe ich auch ein Gamecube, also wird da kein Problem sein, dass wir zocken. Ja, weiter geht's, okay. Ich nehme jetzt schon 40 Minuten auf, holy shit. Yay, ich habe ein neues Bild, das vervollständigt. Aus Kirby-Maus-Attacke müsste das sein. Ganz ehrlich, eigentlich ist das ja scheißegal, weil ich habe ja schon im letzten Part alle Fotos auf meiner 100%-Datei gezeigt, wo ich allen Ernstes andauernd ins erste Level gegangen bin, um die zu farmen, weil anfangs wusste ich noch nicht mal, dass man die auch in den anderen Modis farmen kann. Weil ich die anderen noch nicht probiert habe. Außerdem habe ich noch zusätzlich die Amiibos benutzt. Leider hatte ich keine Kirby-Amiibo. Und irgendwie hat jede geklappt, außer die von Melinda. Aber wenigstens klappen die meisten. Nebenbei, ich mag diesen Endboss. Der ist mega geil. Ich finde ihn zwar immer scheiße einfach und werde ihn wahrscheinlich auch im ersten Versuch schaffen, weil beim ersten Durchspielen Blind habe ich ihn auch im ersten Versuch geschafft, aber der ist schon cool. Weltenzerstörer Void Terminer. Moin! Void Terminer, was geht? Ich finde es mega cool, dass der Endboss in 3D ist. Ich meine, das hatten wir noch nie in einem Kirby-Spiel. Oder zumindest erinnere ich mich an keins, wo wir einen Endboss in 3D hatten. Also wo man sich auch wirklich in 3D bewegen konnte. Ich glaube in Kirby Plant Robot sah der halt so ein bisschen 3D-mäßig aus. Ich bin mir auch gerade sicher, weil ich das Spiel nicht durchgespielt habe, aber das hier müsste eigentlich der erste richtige 3D-Endboss sein, wenn ich nicht vertue. Aber der bleibt einfach. Man muss einfach immer nur seine Augen treffen. Nebenbei, Fun Fact, beim ersten Mal wusste ich nicht, dass man auch den Schuss aufladen kann und da habe ich die ganze Zeit mit diesen kleinen Schüssen geschossen. Ich würde, das hat ewig lang gedauert. Ja. Nebenbei habe ich auch bei diesen, keine Ahnung was das ist, wo der so mit der Faust schlägt, habe ich auch einen Trick, wie man damit getroffen wird, und zwar andauernd in Bewegung bleiben, immer in dieselbe Richtung, damit man davon nicht getroffen. So. Ganz ehrlich, es gibt ja noch eine schwierigere Version für die Boss, aber auch die ist scheiße einfach, muss man sagen. Bin nebenbei schon beim dritten Auge. Ich würde sagen, das vierte ist immer am schwersten.
Jetzt kommt das am Rücken. Zum Glück zwei Schlagpuls am Rücken und konnte schon mal einen Schlag in den Rücken geben. Okay, womit tust du denn. Okay, ein Feuerschwert. Wollte ich gerade fragen. Sagen, womit tut er sein Schwert kombinieren? Das ist ja nämlich immer random. Weil er kann es definitiv auch mit Eis und Elektro machen. Ob er es mit Wasser kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube ja nicht. Nee, weil ich muss sagen, dass ihm das letzte Auge und das erste am leichtesten sind. Alter, ich noch keinen Schaden genommen habe. Was? Okay, jetzt habe ich einmal Schaden genommen. Und das war jetzt auch nicht die Welt. Alter, ich hasse es immer, dass ich irgendwann da am Rand vom Spielfeld bin und ich dann irgendwie immer getroffen werde. Aber das war trotzdem einfach. Komm, können wir jetzt endlich in die zweite Phase kommen, bitte? Weil da krepiere ich auch nur. Danke. War nicht so schwer. Und ich sehe gerade, die Kokos sind weg. Schade. Aber ja, was will man da um 23 Uhr erwarten, dass er doch immer noch mit mir kommentiert? Nee. So, die Phase ist am leichtesten. Mit Abstand. Was soll denn das, dass man verletzt wird? Nur bei deinen sind Heines und die drei Magierinnen. Nur bei dir, die muss man auch nicht schaffen. Ja, die können auch alle nicht kommen. Das Ding kann auch immer machen. Alter, was soll das? Ich möchte das gucken. Und mir hier in Köln spielen vor Köln Stylers oder was? Kriegen ja laut keine Heil-Items. Aber ich find's krass, dass die ganzen Magerin hier gerade im Hintergrund sind. Sogar Heines, Alter, der ist sogar im Vordergrund, der Typ. Könntet ihr den Typen vorher noch in die Eier treten? Damit der keine pädophilen Machen schaffen, der machen kann. Jo, Alter, wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Holy shit! Alter, okay, ich hab. Okay, warte. Ich hab grad 5 Minuten gebraucht für die zwei Phasen, geil! Das zeigt mal wieder, wie einfach der Endboss ist. So, bei der Phase würde ich mal erraten, ich werde so viel zu spielen wie möglich. Immer wenn man so Swash spielt, dann kann man noch so einen richtig krassen Laser abfeuern. Das wird mal erwähnt zu haben. Nee. Aber ich habe mir vorhin angesprochen, dass es noch eine schwierigere Version für die Typen gibt. Alter, da war ich natürlich. Das war das große Problem, wo ich so habe mit dem Spielfeld. Weil das jetzt zum Glück ist, haben die Menschen gut. Alter, geil. Da habe ich schon Typen gerade. Oh Mann, das geht da. So, drittes Auge. Alter, ich bin ja mit 23 Uhr in mir Körper Starlight aus. Ja, keine Sorge, nein, habe ich natürlich schon mal ein paar Züge bekommen, ich finde das ja. Und ich würde sagen, danach kommen erstmals wieder alte Let's Play. Kannst du, ich glaube, ich bin erst wieder im Mai gucken und schwarz, weil aktuell ist im Spiel Winter und ich würde gerne Cynthia besiegen. Cynthia kommt im Frühling und im Sommer. Ist immer noch dümmste Neuerungen. Doch immer noch was richtig Dummes ist im Pokémon Schwarz-Weiß-Schwarz-Weiß-2. Ich meine, das ist ja auch in Schwarz-Weiß-2 so, ne? Hat man nicht nur in Schwarz-Weiß gebracht, wo man einfach mal hier. Und nebenbei hier über den Flügel springen! Alter, das hat richtig krass dem Typen einen auf die Fresse gegeben. Alter, vor der letzten Mal habe ich ein bisschen Schiss, aber weil man da schnell drücken muss,
der Treffer mit Mutter war. Du spielst jetzt zusammen, ich brauche mir nicht das. Aber hier sollte man auf Abstand bleiben. Alter, ich hab die Phase mal ohne Schaden, das ist schon geil. Hab ich vorher noch nie. Junge, stirb endlich. Ich will zur vierten und vorletzten Phase. Alter, nee, mach jetzt nicht wieder diesen Scheiß. Gib hier endlich. Geil, danke. Ja, Leute, ihr seht, selbst mit Flügeln ist das ein schwerer, der Typ. Aber Termina ist auch nicht schwer. Jetzt kommt Void Terminas Seele. Obwohl, ne, seine Seele ist es ja nicht, ne? Void Essenz ist ja seine Seele. Och nö, nicht das. Oh nö, direkt schnell Freudesherz werfen. Alter Junge! Nimm deine Pillen! Geh doch mal ein bisschen chillen! Das auch noch. Alter, ich bin Glück noch kaum Schaden genommen, aber ich gerade geil. Alter, Junge, nee, krieg's nicht so dumm. Alter, der Typ, der hat doch gelitten. Achtung, jetzt weg von der Mitte. Oder doch nicht. Der ging genau dorthin, wo ich ihn nicht vermutet hätte. Geht erst das letzte für die Mitte. Junge, nimm Spinne, friss Spinne in dein Auge. Für den Bock, dass das keinen Sinn ergeben hat.